Herzlich willkommen, liebe Freunde des Arcade Motorsports, wenn man das so bezeichnen kann, zu einer neuen Runde mit der Pitybox. Heute mit, hat man gerade gesehen, Test Drive 5. Gestern 4, davor 1 bis 3 nicht, deswegen heute 5. Macht Sinn, ne? So. Ja, Controller geht hier nicht. Müsste doch das richtige Mäuschen nehmen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ja, das Spiel ist eigentlich deutsch installiert und alles, aber trotzdem ist es Englisch. Wahrscheinlich gibt es es nicht in Deutsch. Das kann natürlich auch sein, ne? Was finde ich eigentlich in den Optionen? Können wir die Tastatur nehmen? Doch. So, dann nehmen wir mal das Raclette-Menü. Was gibt es da Schönes? Cup Chase, okay. Track Race, 10 Trials, Cup Race, Single Race. Wir machen natürlich den Cup Race. Go up against the world's best racers in a non-sanctioned... Ach, was weiß denn ich? So, wir machen jetzt hier Kaffeetassenrennen. Championship oder Error? 6 Runden. 4. Der Unterschied ist, the opponents and your car will be from either the Beauty or Beast Divisions. Aha. Also mehr so Retro oder Modern. Stecken sie auch an da, ne? Moskau, Edinburgh, Sydney und Blue Ridge Parkway. Jarasch, Cheddar Cheese, cool. Newcastle. Ha, ich fand das schon interessant, aber da ist der Cheddar Käse dabei, ne? Aber komm, wir nehmen mal den Championship. Champignons sind auch lecker. So, Auto. Was haben wir denn so? Chevrolet Camaro. Die sieht komisch aus. City Mustang. Skyline, auch nett. Tiger Sabara. Erstmal vor Vantage. Wie sieht ja der Arsch davon auch komisch aus? Vielleicht war das damals auch nur so. Oder die andere Höhe zu. Dann Charger. Chevrolet Chevelle SS 454 LS6. Wenn du das hinten drauf schreibst, ist der Kopf rumpolt. Cooler, coole Farbe. Wie ist eigentlich, wenn man die Farbe ändert? Ah. Okay. Chevrolet Corvette Z1, Camaro Z1, mal fassen. Gibt's ja mal einige hier. Best Smart Totage Vantage Locked. Kannst du sehen, was man freischalten kann? Okay. Speed 12. Ah, ich sag jetzt nichts. Oh, ein Viper GTS. Nett. X-Star 220. Oh, ein Cheddarhead. Geil. Jo. K390. Ja, ich glaube, nehme ich klassisch die Viper. Was haben wir denn für Farben? Rot, da. Rot ohne Schein. Ja. Schwarz. Irgendwie sieht das Dach ziemlich eingedrückt aus, oder? Wo ist es eigentlich? Ah. Man muss jedes Mal die Statistiken deuten, das ist ja eklig. Vor allem Meilen. Warum eigentlich immer Meilen? Ich muss jetzt nochmal eben kurz gucken. Habe ich nicht KMA eingestellt? Könnte natürlich an Windows 10 noch liegen, man weiß ja schon. Ist gar nicht? Ernsthaft? Bei Grafik wohl nicht, aber man kann ja mal gucken. Doch, tatsächlich bei Grafik, aber steht Kilometer pro Stunde. Nicht wundern über die Auflösung. Vor allem mal 2, ne? Das Spiel läuft in Full HD, beziehungsweise selbst in 4K problemlos. Also, nochmal das Tassenrennen mit Jumping Jungs. Und dazu hätten wir gern ein bisschen Schlange. Komisches Menü, oder? Könnte eine Suppe werden. Champignons, Schlange, könnte irgendwie eine chinesische Suppe werden. Achso, Automatik oder Manual? Nee. Ich weiß, Manual. So. Jetzt nochmal richtig. Ich muss gerade das Spiel neu starten, weil die Musik im Hintergrund nicht vor, wo ich es ausgestellt habe, wie man sieht. Dann könnte ich die Sichtweite wieder mal erhöhen. So. Weil es ja lizenzierte Musik in diesem Spiel. Und dann geht es ja mit YouTube-Schwierigkeiten und das übliche Blabla. Ich glaube, wir nehmen mal die Kamera. Weil es natürlich immer langweilig ohne Musik. Aber was soll man machen, wenn YouTube was dagegen hat? YouTube. Ja. Ansonsten natürlich logischerweise ein bisschen aufgehübscht. Im Gegensatz zum Vorgänger. Wäre auch schade, wenn nicht. Sichtweite ist verhältnismäßig, wie ich finde, krass.
Also, selbst hier auf in voller HD-Auflösung ist es teilweise ja nicht mehr zu erkennen, wenn sich was aufbaut da hinten. Ach, verdammt, sowas empfindet die Steuerung. Und in 4K. Na gut, dann ist natürlich schon ein bisschen eher. Aber wenn ich mir überlege, mit was für Auflösung man es rausgespielt hat, als es rauskam, so 800, 600, 1024, was in der Richtung. Von weit rum. Denke ich mal, dass man selbst auf weiter Sicht, also viel geradeaus, man nicht sehen konnte, wie es aufgebaut hat. Das war schon nett. Finde ich. Nett ist vor allem auch. Oh, knapp. Oh, es regnet. Es regnet Seifenblasen. das schmeckt doch gar nicht zu unserer Champignon-Schlangensuppe hier. Was wollte ich jetzt sagen? Nett ist auch irgendwas. Vergessen. Wenn man nur Blödsinn im Kopf hat. Ah ja, genau. Controller. Controller ist wahrscheinlich immer derselbe. Aber man kann jetzt auch. Also gut, nicht mal. Oh, hey, nur kurz gebremst, ne? Nicht, dass man die Wahl hätte. Also auch ein Steuerkreuz zu konfigurieren, der nimmt einfach das Erstbeste. Nur die Tasten kann man wenigstens ändern. Aber man kann auch wenigstens mal ein bisschen lenken. Ne? Ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts. Ein bisschen überempfindlich. Also die Todzone fehlt mir so ein bisschen. Die Deadzone. Aber ansonsten, ja, gut. Man sieht. Ich habe das Gefühl, wir schieben unser Auto. Das ist doch nicht schon wieder kmh, oder? Das müssen nach 200 Meilen sein. Weil wir haben das Gefühl, der Wagen ist nämlich leistungstechnisch am Ende. Aber das, finde ich, fällt auch auf. Also irgendwie wirkt das Spiel langsamer. Können wir auf der anderen Seite fahren. Also, weiß nicht. Das ist so spazieren fahren. Es müssen 200 km Meilen sein, wieder mal. Obwohl ich es eigentlich geändert habe, aber gut. Wie gesagt, Windows 10 und so. Egal, passt schon. Aber... Also gut, die Gegner auf einfach sind diesmal wirklich, wenn man jetzt nicht so viel Blödsinn baut, einfach, zumindest bis jetzt. Aber irgendwie ist das auch schon ganz schön langweilig, oder? Ah, so ein netten Brückeneffekt. Schlecht gemacht, aber besser als nichts. Oh, ich hab vorhin was gesagt, ne? Hab ich jetzt davon. Ja genau, Kollege. Ja, stimmt. Aha, ja, ist klar. Hallo, Schluss jetzt. Bin ich fünfter von? Ah, sechs, okay. aber sonst ist das teilweise schon langweilig. Irgendwie. Wir sind ja in Russland. Hört sich die russische Polizeisirene so an? Wäre ja mal interessant zu wissen, ne? Ob die. Wow. Hey. Ja, ich weiß, dankeschön. Oh, weiter, cool. Wäre immer interessant zu wissen, ob die so... Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, detailverliebt sind. Komm schon, Dritter! Dritter! Boah. Schon ein bisschen mies, oder? Ah, eine... Okay. Ich bin trotzdem Zweiter mit meinem Auto, oder? Das ist ein anderer. Skyline, Hemi. Tatsächlich, wir sind Zweiter, wo wir Dritter geworden sind. Höchste Position Erster. Stimmt zwar gar nicht, aber gut. Ja, komm, weiter. Next Cup Race. Safe Race, Review, Replay. Nö, nö. Nö, nö, nö. Voll Gas. Boah, was ein Rauch. Das Gefühl, du kannst fahren, was du willst. Gegner sind irgendwie immer erstmal schneller. Das macht auch total Sinn. Weil deren Autos bestimmt noch schneller sind als meins. Aber gut. Da waren jetzt auch 200 km/h. Also ich werde jetzt immer schneller, ne? Jetzt macht die ganze Zeit nur 200 km/h, das kann ja nicht sein. Oh. Testdrive unser Fahrverhalten. Und vor allem, es gibt noch die Möglichkeit zwischen Arcade und Simulation. Ich habe gedacht, nimmst du Arcade? Könnte ja, ja simpler sein, schneller. Irgendwie nicht. Müssen doch 200 km/h sein.
Karre, ich hab mich nicht geguckt. Ich wäre doch noch mal so über 300, oder? Ich hab keine Ahnung. Aber muss schon sagen, ohne Musik ist das schon trocken. Ich hätte hier gerne an, aber YouTube sagt, nein, die gehört jemandem, das darfst du nicht. Oh. Naja, was soll man machen? Das Rad links auch ziemlich weit raus, oder? Rechts auch? Nö. Wirkt es wieder die Achse verschoben. Aber da habe ich das Gefühl, dass die Kiste bremst. Aber komm, wir fahren auch rechts. Wieso gibt es eigentlich jetzt keine Polizei? Mich würde mal interessieren, ob es andere Polizeisirenen jetzt gibt. Oh, da vorne ist ein Sprung. Jump ahead! Yeah! Bremst. Aber die Kiste geht auch gleich quer, ne? Hey. Ach ja, da lobe ich mir doch die Spiele von heute. Die meisten. Definitiv nicht alle. Bestimmt nicht. Also spontan. Überhaupt nicht. Klingt genauso. Sind wir überhaupt in England? Weiß ich nicht. Aber irgendwie sind doch die Türen und alles viel zu groß, oder? Ja, guck dir das mal im Verhältnis an. Wie groß sind die Menschen hier? 4,50 Meter im Schnitt oder fahren wir mit Matchbox-Autos? Das wäre jetzt die Frage. Da hat man gar nicht aufgepasst. Oder? Es hängt an der Auflösung. Dass sie das mit der Auflösung gestreckt irgendwie. Ja, toll. Okay. Gut, einziger Vorteil. Ja, genau. Herr Kollege, was ist jetzt? Dämliche Polizei. Vorteil zu Teil 4. Das Auto überschlägt sich die jetzt eine halbe Stunde, bevor du weiterfahren darfst. Geht schon schneller. Aber guter Fan Golf. Ja. So halt. Aber es könnte ja wirklich sein, oder? Dann müsste ja alles verschoben werden. Wenn die Textur sich mit der Auflösung verändert. Naja, dann haben die da Mist gemacht. Guck dir mal die Türen an, im Verhältnis. Naja, gut. Egal. Nee, kein Spiele- oder Computermagazin? Nein. Nee. Ey, das ist doch nervig, oder? Was für ein Auto fahren die eigentlich? Weiß man nicht. Oh mein Gott. Oh, was ist das denn für eine Kante hier? Oh. Was ist das denn? Ach, du Scheiße. Teil 4 war ja schon heftig mit San Francisco, aber das sind ja mal richtige Kanten hier. Das sieht doch von vorne mal total misshandelt aus, oder? Also ich weiß nicht. Wenn man die Lizenzrechte schon hat und ich meine, klar, man ist grafisch wesentlich eingeschränkter als heute. Überhaupt keine Frage, aber das ist doch keine Viper von vorne, das ist irgendwas anderes. Das hätte sich mal ein bisschen Mühe geben können, ne? Ja, ich weiß, mecker, ich muss es ja nicht spielen. Ah nein, wir sind Zweiter immerhin. Was raucht da hin? So, jetzt sind wir plötzlich Erster. Wieso kriegen wir eigentlich unterschiedlich viele Punkte? Was haben die anderen denn? 18, 16, 17, 9, 19. Na gut. Jetzt gebe ich mal nicht so viel Gas. Da kommen wir jetzt ja besser weg. Ja, tatsächlich. Unglaublich. Das macht wirklich Unterschied. Also ich weiß nicht, aber die Autos sind da von Form her schon ein bisschen merkwürdig, finde ich nicht. Also ich weiß nicht. Also, um nochmal auf die grafischen Einschränkungen zurückzukommen. Nur mal so, guckt euch jetzt der Zeit mal. Ja, nee, Gran Turismo 2 nicht, aber das erste Gran Turismo an, das ist sogar von 97. Und selbst das hatte ich schöner hinbekommen, auf der PlayStation 1, wo natürlich die Möglichkeiten weitaus eingeschränkter sind. Proportion noch einiges besser. Wie raucht das Auto hier für den 10? Ach, das kann doch nicht sein, ey. Da stehen nämlich hier Leute rum. Pappmännchen! Boom, getroffen. Ernsthaft? Oh, geht. Nein. Der guckt das jetzt mal an. Also,
Ich weiß, ich bin nur am Meckern, aber sowas regt dann doch auf. Ich verstehe immer nicht. Ich meine, gut, vielleicht ist das. So was würde eine Polizei niemals machen. Lass mich ran, ich muss nochmal bremsen. Das kann er nicht angehen, oder? Vielleicht ist das Simulationshandling anders, aber mal im Ernst. Wie kann man damit als Entwickler zufrieden sein? Also, Arcade und so, klar. Aber das geht doch besser. Weiß ich nicht. Was nur an mir liegt oder so. Also ich weiß, klar, Publisher und Druck machen und irgendwie rauchen die überall die Autos. Man ist nicht in dieser Situation, da kann man natürlich viel erzählen und hätte und so, ne? Aber weiß ich nicht, an sich wäre ich damit so gar nicht zufrieden, ne? Weil, da, ich habe gegengelenkt, ist dem Auto egal. Wenn ich einen Arcade Racer mache, dann muss es doch Spaß machen. Oder sehe ich das falsch? Also Teil 4 war ganz klein, sind ganz groß auf die Verpackung draufdrucken können, beinhaltet eine Menge Frust. Und ich meine nicht Frosties, sondern Frust. Nicht zum Essen. Hier ist es schon ein bisschen besser, aber irgendwie bin ich trotzdem wütend. Junge. Von die Bullerei kommt? Na, Glück gehabt. Was für Autos waren die denn, dass die immer schneller sind? Ach, egal. Ich merke jetzt nicht mehr. Wir versuchen gar nicht jetzt. Ja, danke schön. Irgendeinen realistischen Aspekt hier zu finden, weil den finden wir nicht. Das würde ein. Ach, nein, ich wollte nicht mehr meckern. Guck mal, jetzt muss ich. Fahre ich los? Muss ich wieder nochmal. Ja, ein Chevrolet, wie heißt die Kiste? Typische Kiste, die in Amerika auch ganz, ganz viel rumfährt als Taxi und sowas. Caprice? Nee. Ich weiß gar nicht. Egal. Also, wenn ich ein paar Dinge ändern müsste, würde ich zum einen auf jeden Fall sagen, Handling. Hier ist es nicht so schlimm, aber sonst noch die Texturen bzw. die Dimension, Größe, Höhe, wie auch immer. Und noch ein bisschen Detailverliebtheit im Sinne von ja, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sirenen. So wie das dann immer auch eigentlich gehört, wie ich finde. So, jetzt sind wir in einem Dorf, kleinen Städtchen vor Ort, irgendwie sowas. Man kann die anderen aber auch nicht wegkramen, ne? Nee, keine Chance. Oder? Doch. Aber die fangen sie natürlich hier, klar. Sie schadat. Okay, so. Wir fahren alle da lang. Toll. Wow, das hat's gebracht. Ich hab nur gebremst. Ich weiß nicht, mal das Gefühl, dass die Viper irgendwie auch nur mit halber Leistung fährt oder sowas, oder? Ich weiß, ich wollte nicht mehr meckern, aber es fällt einem so schwer. Ist nichts zu tun. Es sind einfach so viele kleine Mängel, wo ich denke, hätte so viel schöner sein können, so viel besser. Und damit meine ich an sich noch nicht mal die Grafik allgemein, weil bis auf die merkwürdig dimensionierten geformten Fahrzeuge für 99 gibt es eigentlich nichts zu meckern. Alles ist relativ hübsch gemacht. Die Sichtweite ist wirklich Bombe für die Zeit. Also ich meine, selbst hier, ich suche ja gerade fast schon nach dem Ende der Sichtweite, aber man findet sie eigentlich nicht mal. Jetzt ist das Auto ein bisschen matter geworden, ne? Ja, warum das gerade kurz gestockt hat, keine Ahnung. Ja. Oh, oh, oh. Oh, 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 fast die Karte genommen. Ja, ja, war jetzt. Ja, du Spacken. Ja, dringend noch mehr.
unglaublich. Wir sind Fünfter. Überleg. Nein. Egal, ich sag jetzt nichts. Was ist denn da vorne? Zwei? Boah, das sind aber auch Sprünge hier. Tobias hat gerade durchgeguckt, oder? Ja, so ein bisschen. Mehr Runden. Nein. Ist auch nur eine Strecke, oder? Ich weiß nicht. Da auch schon wieder was. Ja, sehr gut, so ist gut. Ach, komm. Ich bin ja mal gespannt. Mittwoch gibt es Teil 6. Da wollen wir mal gucken, wie gut oder auch schlecht das Handy da ist. Da hat doch glatt einer sein Auto hingestellt. Ja, nee. Glück gehabt. Hä? Was macht er denn da? Das hab ich gar nicht verstanden. Aber gut. Hat mir erstmal den dritten Platz gebracht. Aber wir spielen auf einfach. Was ist denn? Na, komm schon. Komm schon. Na, war ja klar. Jo, ist richtig. Was ist denn, wenn man das Spiel auf Mittel oder auf Schwer spielt? Ah, ich bin mir sicher. Da gibt es auch einige verrückte Leute, die entsprechend einen Beweis auf YouTube hinterlassen haben, dass man das Spiel auch auf Schwer meistern kann. Wahrscheinlich ist es auch Erster jedes Rennen. John, geh weg. Schwinde. Nein, nicht. Ach. Das Auto ist sehr wandgeneigt. Ach komm, wir wollen nicht Sechster werden. Dürfte nicht mehr lange dauern. Bis zum Ziel. Komm, Gas, 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 Gas. Nee, doch nicht. Doch noch kein Ziel. Gut. Hä, wieso fahren die alle nach rechts? Ich hab's gar nicht verstanden. Schwer. Ich glaube, das ist das Ziel. Nein! Doch nicht, Unfall. Oh oh, geht. Ach komm, ich schieb doch das Auto da weg. Komm schon gleich das Ziel. Ja, jetzt kommt der noch in die Linkskurve, okay. Ah, ja. Oh, Auto. Ah. Ja, da ist das Ziel. Hui. Hey, wir sind immer noch Erster. Wo ist der Zweite? 47, 20. Ich frage mich, wie die Punkte zusammenkommen. Oh, wir sind fertig. Congratulations, you have won the Championship Cup. Yay! Zwei Strecken freigeschaltet. Ach, mehr nicht. Wäre ja schön gewesen zu wissen, welche, weil. Warte mal, die sind alle gesperrt. San Francisco vielleicht? Keswick? Honolulu. Oh, gibt's auch. Courmayeur oder so. Ich denke mir Französisch als Italienisch, aber ist okay. Ja, ich vermute mal, es sind die beiden hier. Ach komm. Ich würde eine Menge Autos nehmen, aber ich weiß, wie nicht gut die aussehen. Weiß ich nicht, wie das will. Na komm, wir nehmen hier die TVR Sebra. Oh, die geht eigentlich. Siehst du? Brauchen wir wieder einen. Ich brauche eine Würde. So. Das Auto sieht eigentlich ganz passabel aus. Bremst nicht genau. Schwinde. Mit Schwung. Ja. Also, ja doch, das ist irgendwie 1:1 dieselbe Strecke wie Teil 4. Aber Hauptsache gegen die Wand stehen, ne? Auto kriegt den Staubsauger. Tube 5.
Oh, jetzt saugt er so die Fliesen vom Boden. Ja, unglaublich. Nee. Nur Shit in the Bier. Wie war das? Ja. Wie schnell muss man eigentlich sein? Wo? Wie fährt der überhaupt die Piste? Das gibt's gar nicht. Der drückt dann automatisch, wenn du aneckst, gegen die Wand. Was wollte ich sagen? Ich habe das Gefühl, dass diese Piste hier schneller ist als die Viper. Ich fahre 260, die Polizei kommt noch hinterher. Natürlich. Ja, die haben ja getunte Fahrzeuge, ne? Weiß man doch. Bremse ich aber auch ohne Ende. Was irgendwie auffällt, diese Reflexion am Fahrzeug, irgendwie bleibt diese Textur an sich stehen, ne? Egal wie man das Auto bewegt, diese Flecken sind immer da. Oh nein. Das kann doch nicht angehen. Das wird im Sprung eine Ausbremsung. Yay! Das heißt aber schon ein bisschen nervig, ne? Oh, ey! Bam! Lass mal das Gefühl, kannst machen, was du willst, richtig. Den Vorteil kriegst du nicht. Ich weiß nicht, ob es hier auch wieder so etwas wie Gummiband-KI gibt oder so. Sieht sich fast so an, aber vielleicht selber auch nur mir. Das kann natürlich auch sein. Würde ich nicht ausschließen. Ja. Gut, damit haben wir 1:1 dieselbe Strecke wie in Teil 4. Gegebenenfalls ein bisschen hübscher. Kann ich jetzt spontan nicht beurteilen. Gleiche Welle, gleiche Stelle, aber nicht ganz. Jetzt machen wir die Ecke nicht mitgenommen. Weil die Karre nicht verbiegt. Wenn ich hier fahren kann, ist ein bisschen nervig. Wegen der fehlenden Sätze, die man nicht anstellen kann. Na toll. Yeah, ja. Oh, noch falsch rum. Jetzt kommt die Polizei wieder, ne? Nein, nein. Ey, vorm Ziel. Du Dreckskarre. Glück gehabt. Wenigstens Vierter geworden. Oder waren es nur 4? Nee, nein, waren 6. Ja. Dann war es das auch schon wieder. Gucken wir uns nochmal das Replay an. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, was soll ich sagen? Mir ein bisschen. Es ist hier und da besser als der vierte Teil. Ja, aber im Großen und Ganzen könnte es auch ein Add-on sein zum vierten Teil. Andere Autos oder mehr Autos, mehr Strecken, irgendwie sowas. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Es ist bestimmt euch auch so warm wie bei mir hier. 30 Grad ist ja nix. Dann hoffe ich, dass ihr auf jeden Fall auch wieder Mittwoch mich einschaltet zu Test Drive Nummer 6. Mal gucken, wie verrückt das so wird. Oder wie anstrengend oder frustrierend oder alles zusammen. Ja. Und dann auf jeden Fall noch viel Spaß. Bis dahin. Ciao.